Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist Reiter. Wir sind in Folge 224 von Avorion. Ja, wir sind hier in einem neuen Sektor. Da sind wir noch reingesprungen, oder? Sind wir noch nicht gesprungen? Weiß ich jetzt gar nicht. Bin ich jetzt gerade tatsächlich am Überlegen. Aber das sind doch jetzt Zutanschiffe, ne? Genau so ist es. Ne, wir sind doch nicht gesprungen, wollten springen. Hat wohl nicht geklappt. Genau, das war die letzte Worte, glaube ich, in der letzten Folge. Ne, wieder gut geklappt sozusagen. Dann Koordinaten Navigationscomputer eingeben. Und warten, dass was passiert. Wir müssen dorthin, in diese Richtung. Diesmal klappt's wohl. Und dann laden wir den Hyperraumantrieb auf und springen. Und das Ganze nach dem Intro sehen wir dann weiter. Bis gleich. So, dann sind wir in irgendeinem Weltraumfriedhof hier wahrscheinlich gelandet, oder? Es gab übrigens ein Update und mir kommt es gerade vor, seitdem Update ruckelt hier fürchterlich. Keine Ahnung warum. Ja, sieht nicht gut aus, ne? Keine Ahnung warum. Bisschen doof. Naja, was wollen wir machen? Können wir jetzt gerade nichts machen. Vielleicht bessert sich das ja nochmal. Ja, das sind alles Wracks. Ich brauche keine Wracks. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier hinspringen und gucken, was wir da Schönes haben. Oder wird da, ach, da zwei Tore wird da angezeigt. Da wird zwei Tore angezeigt. Da auch. Aber irgendwie leider keine anderen Dinge. Naja, springen wir erstmal da hin. Vielleicht sind es hier einfach nur zu viele Wracks, die hier sind. Hoffen wir, dass wir mit dem Hyperraumsprung woanders hin jetzt bessere Erfahrung haben. Schauen wir mal. So, jetzt kannst du aber mal weitergehen. Okay. Hier passiert schon mal was. Und wir gucken dann mal jetzt rein. Was zeigt er uns ja an? Ah, jetzt wird was angezeigt. Das heißt, vorhin war da nichts angezeigt. Das war wohl irgendwie eine Karte oder sowas, die ohne Inhalt war. Handelsposten, Edelmetall, naja, da haben wir jetzt nichts, was für uns positiv sein könnte. Kurz einmal reingucken. Handelsposten. Ne, hier ist jetzt nichts. Von Bedeutung für uns. Jetzt lass uns mal gerade weiterspringen. Ich mache das hier mit. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mit dem Schiff durch die Tore passte oder nicht. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Wir suchen Ausrüstungsdock innerhalb der Barriere, ne? Das wäre jetzt erstmal wichtig, damit wir was kaufen können. Hier sind nur wir und zwei Tore. Dann fliegen wir mal dahin. Sprungroute schon berechnet, sehr gut. Abgekühlt haben wir auch ganz schnell. Vom Fahrtwind im Weltall, ne? Naja, es funktioniert bestimmt anders. So, gucken wir mal hier hin. Handelsposten, Ressourcentipp, Reparaturdock. Jetzt nicht wirklich, was uns wirklich interessieren könnte, ne? Ich springe jetzt mal doch hier erst hin und hoffe, dass wir in irgendeinem anderen Sektor mehr Erfolg haben mit einem Ausrüstungsdock oder sowas. Schiffswerft wäre auch ganz interessant, dann dahin zu gehen, um da was auszubauen. Dass wir uns da ein paar Schiffe bauen, ne? Schicker Transporter hier, oder?
Na, geht's weiter? Ölbohr, Zink, Kupfer, Eisen, Eisen, Eismine, nicht Eisen, Edelmetall und Blei. Bergbauschiff, Güterschiff und ein paar Kreuzer. Hier ist ein Schiff, Axel. Was gibt's? Gibt es hier etwas Interessantes? Nicht, dass ich wüsste, aber das muss ich nichts heißen. Wenn du Arbeit suchst, schau einmal auf den elektronischen schwarzen Board der Station in der Gegend. Okay. Nochmal, wo ist dein Heimatsektor? 160 minus 46. Ich glaube, das ist außerhalb der Barriere, ne? Haben wir noch was zu fragen? Nee, Forschungssatelliten will ich nicht wissen. Brauchen wir erstmal nicht. Gut, das heißt, da sind wir auch nicht weitergeholfen. Jetzt würden wir hier schauen, dass wir da durch ein Tor kommen, ne? Da ist ein Tor. Ost, Nordost. Nee, das wäre es nicht. Dann muss es vielleicht das sein, oder? Aber ich weiß nicht, ob ich da durchpasse. Süd-Südwest wäre das Richtige, glaube ich. Müssten wir mal gucken, ne? Ob wir durchs Tor passen. Ich weiß nicht, ob dieses Schiff da durchgeht oder ob das auch noch war, was nicht durchgeht. Ich glaube, das geht nicht durch, oder? Wir werden es gleich wissen. Aber hier sind so ein paar Asteroiden noch im Weg. Und wir sind schon dran hängen geblieben. Super. Wäre jetzt noch interessant zu wissen, wenn ich jetzt einen habe und da durchschiebe, ob der dann auch darüber geht. Das wäre noch eine coole Geschichte, oder? Ob wir den aus diesem Sektor mitnehmen können. So, rein optisch würde ich jetzt sagen, das passt. Dein Schiff ist zu groß. Nee, passt doch nicht. Oh, ich habe das Tor berührt. Okay, dann nicht. Gut, das bedeutet, wir müssen dann dahin springen über... Was, Reiter ist auch noch irgendwo, ne? Ach so, da unten, okay, dann ist nicht so schlimm. Dann müssen wir mal schauen, dass wir hier hinkommen. Wenn ich den jetzt klicke und dann den klicke, ne? Zielsektor kann nur mit einem Sprung erreicht werden. Nee, kann es nicht. Ja, komm, machen wir so. Schnell, und zwar 6%, eine Minute, starten. Leider kann ich hier jetzt nicht sehen, was da noch Sache ist, ne? Treibler ist Zielsektor angekommen. Okay. Dann im Schiff in Sektor wechseln. Wechseln. Schauen wir mal. Ein Wegsektor, in dem nichts los ist, ne? Dann müssen wir da lang fliegen. Hyperraumantrieb abkühlen. Jetzt geht's los. Zeng. Weg. Schauen wir mal, wie es weitergeht, oder? Eine Jägerfabrik oder was das könnte sein, ne? Okay, was haben wir hier? Zwei Kreuzer und Schrottplatz schon wieder. Schrottplätze sind hier wohl besonders viel da. Dann fliegen wir da mal hin. Ne? Hier ist wieder Schrottplatz, hier ruckelt es besonders stark, wie wir gerade gemerkt haben.
Und weiter geht's in den nächsten Sektor. In der Hoffnung, dass wir mal einen Ausrüstungsdock finden, aber die Wahrscheinlichkeit ist wohl gering hier im inneren Bereich, ne? Anders wäre noch das Ausrüstungsdock nicht, sondern eine Schiffswerft wäre noch interessant. Vielleicht finden wir die ja noch. Mal gucken. Okay, was haben wir hier? Computerkomponentenfabrik. Boah, zigmal. Ein Güterschiff. Und da gibt es noch ein Gateway zu einer anderen Fraktion. Das ist ja cool. Ist das die lang oder wo ist das dann lang? Koordinaten. Ich würde es aber da erstmal hinfliegen und dann da und dann nach da. Was ist denn das hier? Also alles Computer, okay. Da müssen wir hin. Jump. Ich persönlich stand da noch. Mehr konnte ich nicht lesen. Dann sind wir mal weggesprungen. Hier ist nichts. Okay, das war eine alte Markierung von irgendeiner Karte, die da nicht mehr passt. Ne? Das ist schon wieder doof. Wahrscheinlich das dann auch, oder? Kann das sein? Schauen wir mal, wo es dahin geht. Scheiß da auch nichts. Aber wissen wir nicht. Doch, hier ist was. Reparaturdock, Riss, Erforschungszentrum, Ausrüstungsdock. Wow, da haben wir das, was wir brauchen. Und hier gibt es noch einen Teleporter. Aber jetzt fliegen wir erstmal Ausrüstungsdock an. Achso, da sind wir. Auch sehr schön. Warte mal, das, das, jetzt raus und jetzt sehe ich, wo das Ausrüstungsdock ist. Da hinten also. Dann fliegen wir doch da mal hin erstmal. Also wir können da jetzt reingucken, aber ich denke, hinfliegen macht auch schon Sinn, weil wir da bestimmt was Tolles kaufen können, oder? Würde ich hoffen. Gehen wir auf einen anderen Kurs gerade. Ich glaube, sonst rammen wir hier wieder was. Okay, das hat gerade so geklappt. Ein bisschen schneller. So, ich glaube, bei 20 mussten wir anhalten, dann bremsen wir ungefähr, oder? Kann das sein? Ah, können wir weiterfliegen noch ein bisschen näher ran. Okay, Dock ist da. Aber wir sind schon gedockt. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal. Ausrüstungshandeln. Blitzgeschützturm. Aber da Fraktion schlecht und geht nicht, ne? Distanzduo aufbereiten Rückgewinner. Das ist hier sag schon. Zum Schiffeabbau, ne? Nee, doch nicht. Kein Schaden an Schilden. Veredelt Metalle beim Abbau zu Ressourcen. Oder? So, die kriegen wir nicht. Was ist hier oben? Blitzgeschützturm. Der ist gut. Schon gekauft. 17 Minuten, okay. Super Duo Schocker. Machen wir auch mit. Der ist, glaube ich, jetzt nicht so der Bringer. Das ist auch ein cooles Ding. Das ist auch ein cooles Ding. Der würde noch gehen, ne? Da oben gibt es eine neue Mission, der Wächter. Warte mal, lass uns hier, der Wächter läuft uns nicht weg. Lass uns hier gerade weiter gucken. Aber Festungsstation, Schildimpenetrator, Generator Delta. Undurchdringbare Schilde kriege ich dadurch, ja. Vielleicht sollten wir das mal kaufen. Geschützkontrollsystem, beliebige Geschütze plus 3. Das hört sich schon mal gut an.
Autogeschütz, Turmslots plus 3 und beliebige Geschütze plus 1 wäre Festinstallation. Zack, kaufen, kaufen. Und hier sind sogar 4 dazu. Kaufen. Traktorstrahl-Upgrade ist jetzt, glaube ich, nicht mehr wichtig. Aufladerate. Hyperraumverstärker, Radarreichweite, Festinstallation inaktiv. Ja, ich glaube, das war es erstmal. Bolterjäger. Jetzt lass uns mal hier das schließen und lass mal gerade in die Post gucken. Ich habe ein weiteres Abenteuer für dich. Ich bin auf meiner Reise bei einem Außenposten des Widerstands vorbeigekommen. Dort wurde mir gesagt, dass sie wissen, dass die Sotan etwas im Zentrum der Galaxie beschützen. Immer wenn jemand sich dem Zentrum nähert, trifft er auf die riesige Menge an Sotan. Sie werden von einem riesigen Xotan-Schiff bewacht. Man hat versucht, diese Wächter zu töten, aber keine Schiffe, ob bemannt oder mit künstlicher Intelligenz, haben es geschafft. Denkst du, du könntest es schaffen? Grüße, Do. Okay. Also neue Aufgabe. So, hier sind wir durch. Wir haben was gekauft. Jetzt müssen wir noch finden, müssen wir noch im Schiffswerft, haben wir hier auch noch. Das bedeutet, da können wir auch noch vorbeigucken, aber das machen wir dann in der nächsten Runde, ne? Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.